Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und vor allem natürlich sehr geehrter Herr Fringus, heute verabschieden wir Sie in diesem großen Kreis in den wohlverdienten Ruhestand. Wir verabschieden einen geschätzten Kollegen der Stadtverwaltung, einen liebgewordenen Kollegen im Büro 01 und vor allem aber den langjährigen Leiter der Bezirksverwaltungsstelle 8. Fast ein Vierteljahrhundert, quasi seit der Jahrtausendwende, waren Sie dort der Hausherr. Und noch beeindruckender ist, wir haben es gerade schon gehört, dass Sie tatsächlich in Ihrer gesamten Laufbahn nur dort tätig waren. Von 1979 bis jetzt, zum Jahre 2023, war das Ihre einzige Dienststelle. Ich glaube, das ist in der Stadtverwaltung einmalig. In jedem Fall waren es erfolgreiche Jahre für Ella, Ehrenfeld, Unterbach und Fennhausen. 10 Jahre lang, von 2004 bis 2014, waren Sie Vorstandsvorsitzender unserer Fortuna. In dieser Zeit konsolidierte sich der Verein finanziell und stieg von der dritten Liga bis in die Bundesliga auf. Sie sind Ehrenmitglied des Vereins und arbeiten immer noch im Aufsichtsrat mit. Lieber Herr Fringus, für Ihr Engagement und Ihre unvergleichliche Treue zur Landeshauptstadt Düsseldorf sage ich Ihnen im Namen der Stadt, aber auch ganz persönlich herzlichen Dank. Das Lachende ist natürlich, weil ich glaube, dass nach 44 Jahren und das ist mir ja heute auch durch viele Worte zuteil geworden, es einfach auch ein guter Zeitpunkt ist. Denn solange man noch gelobt wird, ist es immer ein guter Zeitpunkt, dann vielleicht auch zu sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das weinende Augen ist halt, weil ich ja schon auch eigentlich auch gerne auch weiterhin gekommen wäre. Der Alltag wird, ich sag mal, etwas entspannter sein, aber nie ganz entspannt, weil ich natürlich die verschiedenen Funktionen, die ich im Bereich des Fußballs habe, eben auch mit einer großen Leidenschaft und sehr gerne mache. Ich glaube, für meine Familie ist es auch ganz gut, dass ich jetzt keine Ganztagespräsenz zu Hause habe, sondern genau diese Kombination eben auch weiter jetzt Dinge zu haben, um die man sich kümmert und wo man vielleicht jetzt ein Stück weit weniger gehetzt, sondern auch nochmal etwas mehr in die Tiefe sich mit dem einen oder anderen Thema befassen kann. Und da das Leben ja weitergeht, drehen wir das dann um.